Oh, hey Leute, ich sitze hier gerade auf dem Sessel und frage mich immer noch, wie ich Tür 100 schaffe. Wie ich Mission 100 abschließen könnte. Und werde langsam immer wieder trauriger, weil ich es nicht schaffe bis jetzt. Aber heute werden wir es auf jeden Fall schaffen. Und darum starten wir einen neuen Versuch. Und damit, hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Roblox Doors. Wir versuchen heute wieder Doors durchzuspielen. Mission 100 läuft immer noch. Wir haben es jetzt schon mehrmals geschafft, zur Tür 100 zu kommen. Aber wir haben es immer noch nicht geschafft, sie abzuschließen. Weil wir in der einen Folge von Figure getötet wurden, weil wir die Sicherung gesammelt haben. Und in der anderen Folge wurden wir kurz vor dem Ziel wieder getötet. Meine Fresse, wird es langsam mühsam. Es wird wirklich langsam mühsam, dieses blöde Tür 100 Gedöns. Aber mal schauen, wie weit ich Roblox Doors noch spiele. Es gibt ja noch ein paar Sachen zu tun. Ich habe mich ein bisschen informiert darüber, was es alles noch zu tun gibt. Es gibt ja noch den Super Hard Mode, den man machen kann. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt schaffen werde. Vielleicht mache ich den im Stream und ihr könnt dann mitmachen und mir helfen vielleicht oder so. Keine Ahnung. Mal schauen. Dann gibt es ja noch ein anderes Secret irgendetwas. Keine Ahnung. Tür Nummer 6. Aber mal schauen, wie lange Roblox Doors noch gehen wird. Auf jeden Fall, das ich hauptsächlich schaffen will, ist auf jeden Fall einmal Roblox Doors durchzuspielen, also wirklich bis ans Ende zu kommen und wirklich mal endlich zu entkommen. Und dann wirklich so viele Achievements zu machen, wie möglich. Und schauen wir mal weiter. Schauen wir mal. Mal schauen. Aber gehen wir mal weiter. Unser Hauptziel ist es immer noch im Moment, Ding zu schaffen. Überhaupt Doors einmal durchzuspielen. Bis zu Tür 100, aber ich habe bis jetzt nur verkackt. Tür Nummer 10. Sind wir jetzt bereit? Das war Nummer 11. Ist hier irgendwo eine Bonustür? Nein. Tür Nummer 12. Vielleicht gönnt mir Doors diese Runde mal etwas und ich schaff's endlich, aber keine Ahnung. Wie es aussieht, wird mir jetzt gerade noch hinterhältig Rush hinten reingeschoben. Oh mein Gott, ich wollte ja noch den Code ausprobieren. Machen wir dann am Schluss. Aber jetzt erstmal hier weitermachen. Im letzten Reaktionsvideo, wir haben ja in den letzten zwei Folgen auf Funny Moments in Roblox Doors reagiert. Und da kam heraus, dass es einen Code gibt, der 5 Selbstwiederbelebungen gibt. Und den schauen wir uns auf jeden Fall heute nochmals an. Ich habe es gerade vergessen, dass wir den noch eintragen können. Vielleicht kommt nächste Folge wieder ein Reaktionsvideo, wenn ich diese Runde wieder kurz vor Schluss sterbe, weil ich keinen Bock mehr habe. Tür 17 ist das. Das ist ein Feuerzeug hier. Nee, ich wurde wieder von einem Holzklotz verarscht. Weil Doors geht mir langsam wirklich auf die Nerven, weil ich immer kurz vor Schluss drauf gehe. Und das kann mit der Zeit richtig nerven. Geld. Schlüssel. Und vielleicht noch etwas Gutes hier drin. Weil Rush killt mich immer kurz vor Schluss und das nervt mit der Zeit extrem hart. Und wirklich extrem hart, muss ich sagen. So, Nummer 3. Tür öffnen damit. Okay, oh mein Gott, welche Tür war das? 19. Ah, wir haben hier einen allgemein einfachen Raum, wo wir keinen Schlüssel brauchen. Oh, zwei Kisten.
Sehr nice. Zwei Kisten, das ist doch schön. Können wir uns jetzt mittlerweile schon wieder das Crucifix leisten? Kann der Preis im Shop eigentlich variieren? Ich habe gesehen, in meinem Reaktionsvideo, das wir gemacht haben, habe ich gesehen, dass das Crucifix bei denen mal einfach einmal nur 250 gekostet hat. Keine Ahnung. Tür Nummer 20. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Taschenlampe. Das ist sehr gut. Die können wir sehr gut im Gebäude, im Ding brauchen, im Gewächshaus. Was war denn das jetzt für ein komischer Sound? Komische Bilder. Nummer 22. Kommt Rush? Ja, da kommt der Drecksack. Nice. Haben wir hier sonst noch was? Vielleicht ein gratis Crucifix? Sag's wahrscheinlich nicht. Gerade gedacht, dass es irgendetwas wäre, aber leider nein. Bilderrätsel, wieder einmal mehr. Das muss hier hin. Sollte nicht hier normalerweise ein Tisch mittendrin stehen? Ach, keine Ahnung. Zack und zack. Und zack. So, Bilder richtig. Tür 24. Oh, der Raum wieder mal. Dann wird auch schon lange nicht mehr. Oder er war dunkel und ich habe ihn nicht gesehen. Eins von beiden. Bin auf jeden Fall gespannt. Was uns heute noch erwarten wird. Wir haben mittelmäßige Ausrüstung. Die Taschenlampe ist auf jeden Fall gut. Was ich mich gerade frage, bringt die Kerze was in dem Gewächshaus? Ich glaube, die Kerze bringt wirklich was im Gewächshaus, weil sie kündigt, glaube ich, vielleicht Rush früher an. Kann das sein? Dass wenn man im Gewächshaus die Taschenlampe, die Ding anhat, die Kerze, dass sie Rush vorwarnt. Muss man sich nicht auf sein Gehör verlassen, sondern kann wieder aufs Licht schauen. Das wäre noch nice, wenn das so wäre. Testen wir heute. Nehmen wir die Kerze mal mit. Ah, oh shit, ich habe den Raum nicht gemerkt. Wir sind gerade, was ist es, 28 oder 27? Wir sind, glaube ich, gerade durch 27 durchgegangen. Es ist 28. Yes, ich hatte recht. Sehr gut. Verlieren wir schon mal nicht Leben. Schon wieder so ein komischer Sound. Für 30. Kommt der vom Game aus, dieser Sound, oder vom meinem Computer? Ich habe keine Ahnung. Die Trüche. Ah, haben wir nur ein paar Dinge. Ein paar kleine Coins. Da drüben. So ein Raum. Vielleicht ist hier der Schlüssel drin, aber ich bezweifle es. Safe ist der Schlüssel wieder im zweitletzten Raum drin, ne? Safe ist der wieder irgendwo dort. Aber mal schauen. Hier liegt auf jeden Fall viel Geld. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Geld. Das ist sehr gut. Da können wir in Chefs Shop sehr viel kaufen. Bin ich sehr froh drum. Vielleicht reicht es sogar noch, den Skelettschlüssel dazu zu kaufen, damit wir die Pflanze holen können. Die Selbstheilungspflanze. Wo ist dieser blöde Schlüssel? Ich finde ihn nicht. Nun, aber da ist er im letzten Raum. Es war ja so logisch, Mann, dass er wieder hier ist. Kurz hier schauen. Diese dreckige. So, und schließen wir die Tür auf und gehen endlich weiter. Diese Räume sind so Zeitschinder, Mann. Ne, die Taschenlampe verwenden. Oh, jetzt kommt Rush, okay. 32 war's. Der? Ja, er kommt. Tür 32 war's. Tür 32. Ja, er macht sie ja selbst auf die Tür, ne?
Genau. Das ist Tür 33. Da ist 34. Haben wir hier noch eine Zusatztür? Ne. Oder nicht? Was war denn das jetzt wieder? Hä? Schon zum zweiten Mal. Tür 34. Sollte das Check sein oder so? Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt 34, dann ist es 35. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was das ist. Das kam jetzt schon zum zweiten Mal, dieser blaue Balken. 35. Der ist jetzt schon zum zweiten Mal hier, der Balken. Ist das Check? Weil wenn es Check wäre, hätte ich das Achievement, aber keine Ahnung, müssen wir nachher nachschauen. Tür 37. Ah, Sieg, okay, Sieg. Tür 38, hier ist nichts Spannendes. Okay, wieder mal ein Raum, wo nichts drin ist. Ist hier was? Nee. Ist hier was? Nee. Dort auf dem Tisch liegt nichts. Okay, dann Sieg. Sieki Miek. Miki Sieg. Oder so. Zack. Und durch. Da unten durch. Für 42. So, Nummer 43. Nummer 44. Da durch. Nummer 45. Wow, 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 wow. Ey, 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 ey. Nummer 46. Perfekt, wir haben es. So. Nummer 47, wir haben wieder einen großen, nervigen Raum. Der nicht abgeschlossen ist, perfekt. Dann ist es keine Zeit für... Was ist das für ein Sound, hä? Komische Runde. Gib mir die Dietrich, ja? Wir sind dann hier jetzt auf. Sehr nice. Taschenlampe bitte wieder zur Hand. Aber was ist das für ein Sound? Der da immer wieder kommt. Taschenlampenbatterie. Sehr gut. Nummer 48. Die einzelne Lampe, die da flackert. Nummer 49. So, wir sind jetzt gleich. Wir sind wieder bei Figure. Figure die Migger. Dieser nervige Drecksack. So, das heißt wieder mal Bücher suchen. Da drüben sehe ich gerade ein Buch. Da ist ein Buch. Da ist nix. Der Seite ist ein Buch. Da ist keines. Batterie, aber das ist nix. Da hier gerade ein Buch gehört. Ah, auf der Seite. Da ist das Buch. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Uff. Das war gerade wieder ein bisschen zu knapp. Haben wir hier ein Buch? Wieso ist es nicht? Da. Wieder ein Buch mehr. Dann wir jetzt hier uns kurz den Zettel. Nice. Ey, ich machte hier in meinem Raum vor mich hin, ey. Es sind 30 Grad in meinem Raum. Es ist gestört. 30 Grad.
Höfiger geht dadurch. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass der dadurch geht. Aber zu unserem Glück, weil dann können wir jetzt hier hoch. Und noch die Schubladen nach Geld durchsuchen. Da ist ein Buch, da ist nochmal ein Buch. Figure ist jetzt gerade ein bisschen schnell, ne? Ich stelle mich hier kurz in die Ecke. Zu schauen. 0, X fällt. Und der Stern fällt. Uns fehlen zwei Bücher. Sollten da drüben sein, höchstwahrscheinlich. Da. Und da. Perfekt. Wir haben die Bücher. Das wäre 0, 9. 0, 9, 7, 7. 8, 0, 9, 7, 7, 8. 0, 9, 7, 7, 8. 0, 9, 7, 7, 8. Nerviger Riesencode. 0, 9, 7, 7, 8. Und durch. Mach die Tür auf. Perfekt, wir sind durch. Tür 52, wir haben 1300 Gold. Kruzifix, Vitamine. Und wir können uns sogar noch ein Skelettschloss leisten. Und eine Taschenlampe haben wir schon. Bob, gib mir einen High Five, danke. Grüß dich, El Goblino. Wir lassen noch einen Tipp hier. Wir machen das Glas gerade voll. So. Bitte, Chef. Wir müssen weiter. Tür 53. Oh mein Gott. Tries ist voll. 54. So, diesmal heute werden wir es schaffen. Wir sind gut ausgerüstet. Wir sind sehr gut ausgerüstet. Diesmal werden wir es schaffen. Da ist der Schlüssel. Perfekt. Boah, wie viele Items? 7. So viel hatte ich glaube wirklich noch nicht. 56. Oh mein Gott, du Drecksack. Eis, dieser Drecksack, Mann. Noch ein Dietrich mehr. Der Schlüssel. Oh mein Gott, Eis, warum tust du mir das an? Und warum kommst du so viel? Nummer 57. Nummer 57, hier liegt noch Geld. Das ist welche Tür? 58. Das ist Tür 58, haben wir hier was? Ne. Und durch Tür 59 durch. Tür 60. Geld. Oh, noch einmal Vitamine. Perfekt. Tür 61. Oh, Schaltersuche. Oh mein Gott. Yes! Schalter instant gefunden. Perfekt. So, dann gehen wir hier weiter. Nummer 63. Kommt er? Ja, kommt. Tür Nummer 64. Wir sind sehr weit. Sieg sollte demnächst wieder kommen, ne? Oh, wieder im Bilderrätsel. Nummer 65. Zack. Zack. Und dann... Zack. Und das Ding ist offen. Nummer 66. Da ist nichts drin. Da ist noch ein Schubladenturm. Ich bin gerade ein bisschen am Horten, um wirklich so viel wie möglich zu bekommen.
an Items, um wirklich sicher zu sein, dass ich das Gewächshaus überlebe. Und jetzt dank der Pflanze überleben wir auch die Ding. Können wir nicht mehr an den Boden fallen sterben. Das ist schon mal sehr gut. Eine weitere Batterie, sehr nice. Reitmaschine, nochmal ein bisschen Geld. So, weil wir haben jetzt Selbstheilung. Nummer 57. Nee. Oder? Kommt Sieg so früh? Nochmal die Triche, sehr nice. Gucken. 68, wollte schon sagen. 57 ging komplett falsch. 69. Ich glaube, die Verfolgungsjagd kommt jetzt. Wenn nicht, ist auch gut. Da bin ich froh drum. Dann haben wir noch ein paar Türen weiter. Aber Tür 70 hier. Dann rennen wir mal durch. Ein Sieg vorbei. 72 geradeaus. Nummer 73 nochmals geradeaus. 74 links. Dann weiter. Nummer 76. Wir sind durch. Perfekt. Nochmals eine Batterie. Taschenlampe ist wieder voll. Perfekt. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Perfekt. Aber ich durchsuche kurz alles. Ich will jetzt in diesem Raum wirklich sicher gehen, dass ich Loot habe, der mir weiterhilft. Welche Tür? 77, genau. Tür 77 wäre, das liegt hier auf dem Tisch etwas. Da ist noch ein Schrank. Tür Nummer 77. Da liegt nochmal Geld. Da ist nochmal so ein kleiner Schrank, aber höchstwahrscheinlich nur Geld. Nein, wir sind sowieso, wir sind so reich, die geben uns höchstwahrscheinlich nichts mehr. So, dann zu Tür Nummer 77. Oh, hier ist noch eine Bonustür. Hallo? Okay, da kann ich nicht rein. 77, hier die Tür. Zack. Nummer 78, Taschenlampe wieder ausschalten. Genevieh. Zack, direkt wieder voll geheilt. Nummer 79. Nummer 80. So, komm schon. So ein knappes Ding. Geh weg! Danke. Hier durch. So, wir haben Ambush überlebt. Das ist schon mal sehr gut. Nummer 83. Rush! Der miese Dreckskerl. Ey, wie viele dunkle Räume wollen denn hier noch kommen? Ah, wir brauchen einen Schlüssel. Hier, Schlüssel für Tür 85. Tür Nummer 86, Bonusraum? Ne. Meine Güte, wie viele dunkle Räume kommen denn hier noch? 87. Oh mein Gott, Hyde wollte mich gerade zerstören. Nummer 88.
89. Wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich bei Tier 90. Tier Nummer 90. Courtyard. Jetzt ist Kerzen-Action-Time. Also zuerst Vitamine und dann die Kerze reindrücken und dann rennen. Verdammt nochmals! Ach. Er kommt genau in dem gottverdammten Moment, wo ich vom Schrank weggehe. Dieser blöde Drecksack. Okay, die Kerze nützt genau gar nichts. Die ist dauerhaft ausgeschaltet. Oh mein Gott, wie bäh. Oh mein Gott. Es ist so frustrierend, immer dort zu sterben. An anderen Orten würde es mich nicht stören, aber dort, ey. Immer dieses blöde Gewächshaus, Mann. Sorry about that. Was ist das, ne? Gott, das könnte ungültig oder abgelaufen. Okay. Teste ich den in der nächsten Folge. Ah, oh, ich hab... Oh mein Gott, ich glaube, ich mache nächste Folge nochmal so eine funny Moments-Reaktion. Ich mag nicht mehr. Ich habe wirklich keine Nerven mehr. Oh mein Gott. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Schaut gerne in meinen anderen Projekten vorbei. In The Last of Us, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom und Hogwarts Legacy. Nichts gesagt. Bis zum nächsten Mal.